Fühlt sich komisch an. Gerade unten. Um geht's. In diesem Video möchte ich dich einfach ein bisschen beruhigen. Stell dir vor, deine Weisheitszähne wurden entfernt. Die Schleimhaut, die schwabbelt da so rum an meinem letzten Zahn. Und auch die Fäden wurden schon entfernt. Und du kommst nach Hause und denkst, alles wieder in Ordnung. Und du fängst mal an, so in den Spiegel zu gucken und mit der Zunge ein bisschen zu tasten. Und du stellst fest, da stimmt irgendwas nicht. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. In diesem Video soll es einfach darum gehen, eine Frage zu beantworten, die mir gar nicht mal so selten unter meinen YouTube-Videos gestellt wird. Und zwar geht es darum, die Fäden wurden entfernt. Vorher, eine Woche vorher, wurden die Weisheitszähne entfernt und dir geht es super. Die Fäden wurden entfernt, du fängst wieder richtig an zu putzen und du tastest mal und denkst, die Schleimhaut, die schwabbelt da so rum an meinem letzten Zahn. Ist das normal? Schau, es ist einfach so. An dem Tag, wo die Fäden entfernt werden, da ist das Gewebe durchaus noch so ein bisschen aufgeworfen. Ja? Das heißt, wenn du bei mir operiert wurdest, sage ich meinen Patienten zum Beispiel immer am Tag des Fädenziehens, gib jetzt wieder richtig Vollgas beim Putzen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das sauber ist, dass du danach nicht irgendwie eine Spätinfektion bekommst. Aber auch der beruhigende Satz, das Gewebe, das Zahnfleisch, das wird sich von alleine glätten. Bedauerlicherweise ist es ganz oft so, dass viele von euch sich einfach nicht trauen. Kurze Unterbrechung. Ich habe eine kurze Bitte an dich. Wenn du von meinen Videos schon profitieren konntest, lernen konntest, dann würde ich mich total über deine Unterstützung freuen. Und zwar like und kommentiere die Videos, genau wie dieses hier. Und schenke mir dein Abo, weil das ist genau das, was der YouTube-Algorithmus mag, damit wir noch mehr in die Sichtbarkeit kommen, noch mehr wachsen und vor allen Dingen noch mehr Menschen davon profitieren. Weiter geht's. Diese Fragen ihrem behandelnden Arzt, Zahnarzt, Chirurgen zu stellen. Und deswegen soll dieses Video dich einfach beruhigen. Putz da hinten richtig und vor allen Dingen lass die Zunge weg. Gerade die Mädels, wir Frauen, wir neigen ja doch so ein bisschen dazu, alles irgendwie 10-mal am Tag zu testen, ob es schon besser geworden ist. Und sei beruhigt, versuch den Kopf auszuschalten, teste das nicht permanent, weil deine Zunge ist echt ein starker Muskel, der so ein permanenter Reiz zusätzlich ist. Und dann wird es so ein Zipfelchen, weil meistens übertreibt doch deine Zunge, das ist doch bei ganz vielen Sachen so. Da ist es nicht so, dass da so ein ganzer Schleimhautlappen irgendwie rumschwabbelt, sondern es kann mal sein, ja, dass so ein Zipfel absteht. Aber wenn du das Ganze in Ruhe lässt, wird sich das über die Wochen ganz alleine, das ist das Fantastische an der Wundheilung und auch an der Heilung insgesamt deines Körpers, ganz von alleine wieder ganz smart an deinen letzten Zahn anlegen. Schön, dass du dabei warst. In diesem Video wollte ich dich einfach beruhigen. Geh sonst einfach nochmal zur Kontrolle zu deinem Operateur, wenn du dich besser fühlst. Das soll es gewesen sein. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video. Ciao.